Hallo, mein Name ist Stefan Fritzenwanker und ich zeige Ihnen, wie man Endstromkreise mit der Haager QuickConnect-Technik sicher, einfach und komfortabel installiert. Nutzen dafür werde ich einen FILS 3x1 Polig Plus N. Das bedeutet, in diesem Gerät sind drei Leitungsschutzschalter, abgesichert durch einen FI-Kreis. Grundsätzlich empfehlen wir den Einsatz von FILS-Schaltern. Ich zeige Ihnen die Vorteile der QuickConnect-Technik anhand des 3x1-poligen FILS. Darin sind drei getrennte LS-Kreise, hier das Beispiel einem 16-Ampere-Gerät, die gemeinsam geschützt sind mit einem FI. Um Ihnen die Vorteile der QuickConnect-Technik zu demonstrieren, installiere ich das Ganze jetzt in der Technikzentrale. Vorbereitet haben wir hier bereits eine vorinstallierte Reihe mit FILS-Schaltern. Diese ist auch schon eingespeist. Hier im unteren Bereich kann man das erkennen. Der Vorteil der B-Connect-Klemme unten ist, dass die Schrauben, die sich hier drunter befinden, nur auf den hinteren Klemmbereich wirken. Somit konnten wir hier bereits die Einspeiseleitungen in die Geräte einführen und verschrauben. Auf der Hutschiene darunter installiere ich drei dieser FILS. Die Einspeiseleitung schließe ich am mittleren FILS an. Dazu breche ich hier diese Nasen aus, um an die Schraube zu kommen. Diese muss aufgeschraubt werden, da die Schraube nur auf die hintere Klemme wirkt, wo letztendlich die Einspeiseleitungen angeschlossen werden müssen. Ich beginne mit dem Neutralleiter ganz rechts. Die Einspeiseleitung installiere ich am mittleren FILS. Diese kann ich schon verschrauben, da die Schrauben nur auf den hinteren Bereich der B-Connect-Klemme wirken und der vordere Bereich, wo am Ende der Installation die Phasenschiene eingeschoben werden, davon nicht betroffen ist. Zur Verteilung der Außenleiter und des Neutralleiters nutze ich eine waagerechte Phasenschiene. Diese schiebe ich von vorne in die Quick-Connect-Öffnung für diese Phasenschiene ein. Nach der Installation der Einspeisung installieren wir die Abgangsstromkreise. Starre Leitungen können direkt in die QuickConnect-Klemme eingeschoben werden. Bei flexiblen Leitungen muss ich die QuickConnect-Klemme davor öffnen. Die 45-Grad-Anordnung der QuickConnect-Klemme ermöglicht die Einsicht so, dass ich mich während der Installation davon überzeugen kann, keine Isolierung mit unterzuklemmen. Ein besonderer Vorteil der QuickConnect-Technik ergibt sich nach der Installation. Die gleichbleibende Klemmkraft macht die QuickConnect-Technik wartungsfrei. Lernen Sie unser gesamtes Modulargerätesortiment mit Federstecktechnik kennen auf haager.de/QuickConnect.